Musik, die okkulte Agenda, Mind Control und sie sind doch in unseren Köpfen. Teil 2, meine lieben Freunde. Also, dass die sexualisiert werden, das ist Facts. Warum muss sowas gezeigt werden? Das ist Lady Gaga. Das ist Baphomet. Und dass man auch Dinge wirklich sehen und bewusst wahrnehmen kann, die in der Musikindustrie passieren, die einfach dämonisch, teuflisch sind, die nicht gut sind und die eine gewisse Agenda pushen. So. Nichtsdestotrotz sollte man den Bezug zur Realität nicht verlieren und trotzdem sich selbst auch immer noch kritisch hinterfragen, ob man da jetzt wirklich was sieht oder ob da jetzt wirklich was dahinter stecken muss bei jedem Thema. Das ist ein satanischer Tempel. Na, jetzt sind wir bei Kanye, Digga. Kanye West ist schon ein Mysterium für mich, aber der hat auf jeden Fall Dinge geredet und Dinge ausgepackt, die du eigentlich nicht auspacken kannst, wenn du dazugehörst. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Wenn du einmal den Weg gehst, das war's. Also ich glaube zu wissen, dass Gott alles verzeiht und jedem verzeiht, wenn du es wirklich von ganzem Herzen bereust und den richtigen Weg gehen möchtest, zu jedem Zeitpunkt. Jeder kann zurückkommen zu Gott. To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. Scheiße. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns jetzt weiter rein. Die Dokumentation Macht der Medien, beziehungsweise den Vortrag Macht der Medien. Musik, die okkulte Agenda, Mind Control. Und sie sind doch in unseren Köpfen. Teil 2, meine lieben Freunde. Wir werden uns jetzt wieder ein bisschen davon reinziehen. Ich werde es nicht mehr komplett reinziehen, aber ich werde jetzt den nächsten Teil machen. Letztes Mal haben wir uns 42 Minuten reingezogen. Wir gucken, wie viel wir uns heute reinziehen werden. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Gedanken zum Video unten in die Kommentare rein. Und jetzt gehen wir rein in die Reaction. Let's go. Ich habe gesehen, bei der letzten Reaction haben sehr viele unten in die Kommentare geschrieben und haben da diskutiert und haben gesagt, Bruder, der hat doch mit allem recht, was laberst du und so. Ey, jeder soll seine Meinung haben, jeder soll sich das rausziehen, was er denkt, was für ihn wertvoll ist und jeder soll das denken, was er für richtig hält. Ich persönlich sage, dass er an der einen oder anderen Stelle übertreibt, finde ich persönlich, aber ich finde auch, dass er viele gute Punkte hat und viele gute Dinge anspricht, die man ansprechen sollte und ich bin mir sicher, dass in der ganzen Musikindustrie und gerade hinter den Kulissen Dinge abgehen, die einfach verstörend sind und deswegen finde ich es gut, dass er auf diese Themen aufmerksam macht, weißt du, wie ich meine? Und das sind die ganzen Sternchen, die wie sie vorhin aussahen und wie sie danach aussahen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Immer dann, wenn dieses Monarch-Programm... Das ist krass. Das ist krass. Also, dass die sexualisiert werden, das ist Facts. Das merkst du immer wieder. Crazy. Habe ich auch in der letzten Reaction gesagt, die kommen so als Mauerblümchen rein und werden dann ganz schnell in diese sexuell Drogen-Party und in diese teuflische Sache reingetrieben. Beginnt aktiv zu werden, zeigen sie eigentlich, das ist das, was wir gelesen haben, was unter der Oberfläche brodelt, wird dann später sichtbar. Das ist doch genau das Prinzip. Und die Musikindustrie arbeitet ganz, ganz eng mit der Modebranche zusammen. Alexander McQueen, noch nie gehört. Alexander McQueen, obwohl, weiß ich gar nicht. McQueen war eines der Dresser für die Stars und Künstler. Auch er hat in seiner okkulten Form, als er dann in diese Loge eintrat, sehr viel mit okkulten Hexensymbolen zu tun gehabt. Hier, Freimaurersymbol, schwarz-weiß. Baphomet-Symbol als Mode. Er hat sogar ein Modelabel dieser Frau gewidmet. Wissen Sie, wer das ist? Ja, das Helena Petrovna Blavatsky. Jetzt, wer ist Helena Petrovna Blavatsky? Blavatsky? Who's that? Sie ist eigentlich eine Hexe. Begründer der Theosophie. Richtig, der Theosophie. Und sie hat Bücher... Noch nie gehört, Digga, wer kennt die? ...über den Okkultismus und selbst eben über diese unsichtbare Welt, über die, also wir würden jetzt sagen außerirdische, aber in Wirklichkeit sind es Mächte um uns herum, die wir nicht sehen können, die eigentlich... Die Bibel sagt, gefallene Wesen sind, die hier auf Erden leben, weil sie aus dem Himmel herausgeschmissen worden sind. Nur mal so. Und nur mal so. Er hat ihr praktisch dieses entschleiert, gemäß dieses Buches der Philosophie, des Kabbalismus, hier eine Mode-Label entworfen, speziell für sie. Dann kam eben auch hier sieht man es jetzt schon, dann kam sein Monarchprogramm, Schmetterlinge. Ja? Und von da an änderte sich vieles.
Jetzt kommen wir schon so langsam in das Illuminatendenken hinein. Er war nicht nur einfach nur Freimaurer. Nein, er durfte die Creme de la Creme der Stars bekleiden. Und übrigens, was ich auch schon oft gehört habe, habe ich letztens sogar gesehen von einem, der mal Nike-Model war, Typ, so, dass die oft auch versucht werden in diese, dass man guckt, was man mit denen alles machen kann, so, weißt du, das war so ein Typ, der hat seine Story erklärt, dass er mal Shootings gemacht hat für Nike und so, dies, das, und dann, dass dann der Fotograf gesagt hat, so, komm mal hier hin, zieh mal dieses Kleid an, mach mal das, rauch hier, zieh mal am Joint, wenn du Bock hast, und zieh mal diese Mädchensachen an und so, da wird geguckt, wie weit können wir mit diesen Leuten gehen, was können wir mit denen machen, so, weißt du, wie ich meine, das ist schon krass, also, wie die teilweise versuchen, weil ich habe auch gehört, dass diese Dresser oft so die Indikatoren dafür sind, also die sagen dann, okay, der ist jetzt bereit, wir können jetzt das, dies mit dem tun, weißt du? So, dass die halt schauen, wie weit können wir mit diesen Menschen gehen, damit dann weiter durchgezogen werden kann, so, weißt du? Dann wirst du auf die Party eingeladen, dann kommst du in den hinteren Raum rein, dann sagen die Jungen, komm, Bro, ab auf die Knie, mein Jutster. Jeder Star, der in die Öffentlichkeit tritt, muss das tragen, was man ihm auferlegt zu tragen. Es ist nie aufgefallen, wenn zum Beispiel Paparazzis irgendwie Stars hinterher fotografieren, warum die Stars in ihren privaten Zeiten immer so mit Schlabberlook rumlaufen, so Jogginghose und nicht, weil sie unerkannt, weil sie es nicht ertragen können mehr, diese Kluft ständig anziehen zu müssen, was sie aufgetragen bekommen. Deswegen tragen die nur noch Jogginghose und T-Shirt, weil sie froh sind, mal was anderes tragen zu können, als nur die Kluft, die sie ständig anziehen müssen. Und das ist dann Alexander McQueen, Frühjahr, Sommer 2010. Jetzt schauen Sie sich mal diese Schuhe an. The fuck? Sehen Sie das? Was denn? Ja, das muss ja bequem sein, oder? Für Frauen. Ja, okay, aber so Laufstegmode sah noch nie nice aus. Aber jetzt schauen Sie mal. Was ist da, Digga? Ich sehe es nicht. Ach so. Jetzt ist er wieder da, Digga. Kennen Sie diese Dame? Lady Gaga? Kennen Sie diese Schuhe? Alexander McQueen. Er durfte sie von vorne bis hinten ankleiden. Auch dieses Fleischkostüm, was sie mal anhatte, war alles Alexander McQueen. Ja, okay, aber was haben die Schuhe jetzt zu bedeuten, Digi? Das, was er für sie, übrigens, Alexander McQueen kreiert seine ganzen Mode nur unter Trance. Das heißt, wenn er in Verbindung steht mit Geistern, bekommt er von ihnen gezeigt, wie die Künstler einzeln aussehen sollen. Es geschieht nicht aus eigener Feder. Er bekommt dann dieses automatische Zeichnen, wie auch andere zum Beispiel durch ein... Hufen, Ziegenhufen. Ah, diese Filme, sagst du? Er redet halt so, als ob er Alexander McQueen kennt, so, weißt du, als ob er da gewesen ist, so. Ja, der macht das nur, wenn er gerade in Verbindung steht mit dem Teufel, oder was? Keine Ahnung, Bro. Wie gesagt, ey, manchmal ist er da, Digga. Manchmal ist von ja. Geistern plötzlich dieses automatische Schreiben kriegen und plötzlich komponieren können. In der Szene wird zum Beispiel über den Rain Man gesprochen. Eminem, Jay-Z sprechen von dem Rain Man. Wir hören nachher noch ein Zitat. Das ist, wenn sie unter Einfluss von Geistern stehen und plötzlich automatisch schreiben. Sie komponieren. Da interpretiert der auch viel rein. Der interpretiert ganz viel, Digi. Aber wie gesagt, ey, das irgendwie, ja. Übrigens auch in der charismatischen Szene. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Dieses automatische Schreiben. Und wenn wir schon von Lady Gaga sprechen, ich meine, von ihr könnte ich jetzt wirklich jede Menge erzählen, ja. 666-Symbol, Pyramide mit dem Auge und den Sonnenstrahlen. Genau, jetzt, MTV Music Awards. Die jetzigen MTV Music Awards haben bisher alles überboten, was bisher überhaupt kam. Da wurde sogar Sex mit Tieren auf der Bühne gezeigt. What the fuck? Kein Scherz. Also, symbolisch gezeigt, nicht wirklich. Ja, ey, wenn du heute guckst, ne, Lil Nas X und so, wenn der Bruder, ich glaube, gibt's den eigentlich immer noch? Macht der immer noch Vorträge und macht Videos und so? Ich würde mir gerne mal was Aktuelles von ihm reinziehen, was er auch sagt zu diesen ganzen aktuellen Entwicklungen, die wir gerade haben, mit diesen ganzen Themen und diesen ganzen Agendas und so. Das würde mich auch nochmal interessieren. Und es ist halt wirklich so, wenn du guckst zum Beispiel Lil Nas X Konzert, so, da wird er ja vom, wer kennt dieses berühmte Bild quasi, wo er, wie er da auf der Bühne vom Teufel quasi rangenommen wird von hinten. Hier sieht man es gut.
Das ist halt crazy, weißt du, was ich meine? So, dass sowas, wer macht sowas, Digga? Weißt du, wie ich meine? Warum sollte man das tun? So. Was ist. Das ist einfach krank. Das ist einfach nur crazy, finde ich persönlich. Und da siehst du schon, dass teilweise da echt komische Sachen abgehen, komische Rituale gemacht werden, komische Sachen promotet werden. Aber Sex mit Tieren. Jetzt in diesem, bei diesem Ritual, da ist ja Lady Gaga gerade mal in Erscheinung getreten, als der Superstar schlechthin. Und was dort geschah, war, sie wurde offiziell der Loge, der Golden Dawn, offiziell eingeführt. Während sie so tanzte, und es übrigens, also im Hintergrund sieht man, ist die Architektur eines Freimaurertempels. Was man jetzt leider nicht sieht, ist, dass hier oben, auf der Höhe etwa, ein Ziegenbockkopf zu sehen war, ein ganz großer, Baphomet. Jetzt tanzt sie so und plötzlich fällt sie auf den Boden und hat so Filmblut, weil sie sich jetzt opfert. Da kommen dann 6 Tänzer, nehmen sie und heben sie dann so hoch Richtung Ziegenbock. In dem Moment kommt dann dieses Seil herunter, sie greift danach und sie wird jetzt dann diesen Ziegenbockkopf hochgezogen, geopfert. Sie opfert sich sozusagen wem? Baphomet. Offizieller Freimaurerritus, okkulter Freimaurerritus von Millionen von Zuschauern und die Leute dachten, das wäre einfach nur eine Choreografie. Das Krasse war, dass direkt danach der Moderator dann nach vorne kam und sagte, wer will mit mir Satan anbeten? Und die ganzen Stars, die in so einer besonderen Loge sitzen, standen fast alle auf und machten den hier. Fast alle gleichzeitig, bis auf ein paar. Zeig mal, Digga, das will ich jetzt sehen. Standen auf und huldigten mit. Macht man sowas? Also, man muss kein Satan. Macht man sowas? Nein, macht man nicht. Muss sein, aber ich meine, logisch betrachtet. Man macht einiges nicht, was die Jungs innen tun. Sag ich dir, so wie es ist. Guck dir teilweise die Bilder an, ey. Guck mal, was die machen mit sich. Weißt du, wie ich meine? Guck mal hier. Was ist das, Digga? Warum muss sowas gezeigt werden? Warum soll sowas den Leuten gezeigt werden? Den jungen Kids und jungen Mädels, die sich das reinziehen, so. Weißt du, was ich meine? Was, das ist doch verstörend, Mann. Das ist ekelhaft. Das ist nicht gut. Das ist Lady Gaga. Das ist Baphomet in seiner Symbolik. Übrigens, kennen Sie auch... Übrigens, der Cousin, den UFO die ganze Zeit in seinem Livestream eingeblendet hat, ne? Einfach krass, so. Dass ich das sogar jetzt... Also, weiß ich nicht, Digga. Ist einfach nur traurig, dass das jetzt auch immer mehr Einzug nimmt in die deutsche Musikszene so und dass es auch hier verbreitet wird, extrem, ist traurig, Bro. Und dass das auch keinen juckt, weißt du, wie ich meine? Keinen interessiert das so. Ist okay, Digga, soll er doch tun. Kein Shitstorm, kein nix. Leute feiern das sogar noch, sagen es gute Promo und so. Symbol hier? Kennt man in der Pharmaindustrie, nicht wahr? Schauen Sie. Handbewegung, Handsymbolik, exakt genauso. Hier ist der Baphomet-Kopf, den sie als Kopfschmuck trägt. Auf den Videos 666, Ziegenbockkopf, schwarz-weiß. Und das ist übrigens ein Regisseur. Eigentlich eines der mit bekanntesten und wichtigsten Musikvideoregisseure, die es gibt. Und schauen Sie mal auf sein T-Shirt, der er hat. Es ist eine Großfamilie, ne? Es ist eine Großfamilie, bitte. Ich wollte noch mal kurz auf das Symbol mit dieser Schlange zurückkommen. Mhm. Ist es jetzt eine, die sich um sich selbst windet oder an einem Stab? An einem Stab. Schlange, das ist aber mit der eher eine Schlange bei Mose. Nicht ganz. Naja, ist eine Frage. Ja, nee, hat aber damit nichts zu tun. Ah ja, Aber der Ansatz war schon mal nicht schlecht. Und jetzt schauen Sie, wissen Sie eigentlich, wie Lady Gaga vorher aussah? Bevor dieses Monarch-Programm begann und vor allem, wie sie hieß. Schauen Sie mal. Stephanie, ja, Mann. Würden Sie sie wiedererkennen? Guck mal, ganz normales Mädchen einfach so, die singt einfach. Weißt du, wie ich meine? Kaum einer wusste, dass sie Stephanie hieß. Die war völlig unbekannt, bis man ihr Talent entdeckte und sie wurde dann der Musikindustrie vorgestellt. Und dann kam das Monarch-Programm.
Hier sieht man es wieder, Schmetterlinge, überall als Symbol. Hier in dem Auftritt oder hier mit dem Klavier. Und was dann, was das aus ihr machte, sah man ja dann. Auch Britney Spears. Boah, Britney Spears war, glaube ich, einer der heftigsten Fälle, ne? Haben wir uns ja mal reingezogen, auch von Flex-Doku, das Video, wo die auch in einem Interview so getriggert wird mit einem Wort und dann einfach in eine andere Persönlichkeit rein switcht, so. Und was die teilweise auch jetzt mittlerweile veröffentlicht, teilweise ist einfach crazy, ist einfach krank. Also das mit, ich glaube, also was ich auch in dem Video gesagt habe, ich glaube, dass viele Kinderstars, die schon früh bei Disney anfangen und dann in diese Richtung reingepusht werden, dass die sowieso schon einen Schaden haben, weil die so viel Geld verdienen und von so vielen Menschen umgeben sind, die denen sagen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen und persönlichkeitstechnisch einfach sich verlieren, so. Aber auch genau in diese Richtung getrieben werden, damit man sie wieder programmieren kann. So, es war in Verbindung mit MK Ultra und so eine Sachen. Also solche Sachen passieren wirklich, bin ich überzeugt von. Und es ist crazy. Mauerblümchen, Monarcheffekt, Gegenteil. Bei Justin Bieber genau das Gleiche. Ja, von Madonna. Infowars.com, Digga. Da ist er wieder, Digga. Alex Jones, Bro, der ist überall. Man, glaube ich, nicht viel reden. Sie ist ja sowieso die Hexenkönigin in der Loge. Da war doch was mit Madonna bei Corona auch, ne? Die hat doch irgendwie ein Bild gepostet gehabt mit einer Schreibmaschine, wo dann Corona drauf stand oder so. Irgend so einen Scheiß habe ich gesehen. Und Leute gesagt haben, dass die das schon vorhergesagt hat, mäßig. Sie ist die absolute Königin. Und das zeigt sie auch sehr gerne in den Videos und auch offiziell bei den Musikauftritten, wie sie sich wirklich als die Dienerin Satans offenbart. Buchstäblich. Wirklich, sie sagt es sogar selbst. Wobei sie nicht den Namen Satan nennt, sondern einen anderen Begriff. Gamefellas sagt, Problem ist im Video, dass der stellt nur die Marionetten vor. Die Hauptdarsteller kommen kaum vor. Du meinst die Leute im Hintergrund, die das mehr oder weniger leiten und steuern mäßig, ne? Und so haben wir dann die ganzen Stars, die wir kennen, rauf und runter, alle schön. Naja, hat er schon so Aleister Crowley und diese ganzen Sachen, aber ich weiß, was du meinst. Zusammen in dieser Loge, in diesem Programm für die Gesellschaft zur Umformung und zum, naja, als Vorbild für den New Age Geist. Das ist das, was man ja heute dazu sagt. New Age. Das neue Zeitalter. Und das übrigens, Bono hatte vom Papst persönlich den Auftrag bekommen, sich darum zu bemühen, dass die Musikindustrie diese New Age vorantreibt. Papst, Digga, auch schwierig. Vom Papst persönlich. Nur mal so nebenbei. Das hier ist Pink. So sah sie aus, als sie offiziell auf der Bühne in die Freimaurerloge hineinkam. Übrigens, das hier ist das Original, also der Originalanzug, den man anhat, wenn man in eine Freimaurerloge kommt. Sieht exakt so aus. Auch heute noch. Denn so sah nämlich der erste Freimaurer aus, der in eine Freimaurerloge akzeptiert wurde. Der erste Freimaurer, der in eine Freimaurerloge akzeptiert wurde. Bro, da ist ein kleiner Fehler drin, Digi. Was ist mit den Leuten, die vorher in der Loge schon drin waren, die dann dieses Ritual mit dem machen oder den akzeptieren, Digi? Das ist doch genau, es macht nicht so richtig viel Sinn, Bro, sag ich dir so, wie es ist, ne? Der erste Freimaurer, der in einer Loge akzeptiert wurde. Ja, weil die Person opfert sein Leben für diese Loge. Man kommt auch nicht mehr raus. Wir werden noch selber Zitate hören von den Stars selbst. Nicht, dass sie was von mir hören. Wir werden die Stars selber sprechen hören. Dass ich es nicht mehr sagen muss. Und dann hören Sie mal, was die dazu sagen. Hau rein, Junge, wir sind da. Ist es nicht interessant, dass in England das MTV-Gebäude im selben Gebäude ist wie ein Freimaurertempel? Ist exakt im selben Gebäude. Und normalerweise, wenn Freimaurer unter sich bleiben, dann sind sie unter sich. Die lassen niemanden, nicht einmal Institutionen oder eine Praxis oder irgendwas in demselben Gebäude. Aber es ist interessant, dass MTV darin wohnen darf.
Für mich ist MTV nicht Music Television, sondern Mason Television. Und heutzutage hat MTV weniger was mit Musik zu tun als mit gesellschaftlichen Themen. Wenn das mal aufgefallen ist. Früher, wenn ich, also zu meinen Teenie-Zeiten, konnte ich wirklich 24 Stunden Musikvideos sehen. Heute sind vielleicht noch, wie viel Prozent Musikvideo? Im Vergleich zu irgendwelchen, keine Ahnung, gesellschaftlichen Fragen? Sie sagte gerade was, dass Sie aufgefallen ist, die beiden Anfangsbuchstaben MTV, Masonic Temple. Ne? Das ist. Er macht so, Digga. Digga, ey, sorry, aber der ist zu tief in der Recherche manchmal drin. Der sieht überall irgendwas und wenn einer irgendwas sagt, jetzt MTV, Masonic Temple, die gleichen Buchstaben, Bro. Er macht so, er sagt so, ja, Digga, gut erkannt, Bruder. Das ist einfach, er ist... Das ist lustig teilweise, sag ich dir so, wie es ist, aber er sieht einfach teilweise zu viel und das ist halt, ich sag dir ehrlich, wenn du dich zu viel mit solchen Sachen beschäftigst, dann glaube ich, kriegst du auch eine Art Wahnvorstellung mit der Zeit, weißt du? Und vermutest wirklich überall irgendwas und alles hat miteinander zu tun und alles hängt miteinander zusammen und nichts ist mehr Zufall und ich verstehe, I know where you're coming from, bro, weißt du? Ich weiß, was so die Intention dahinter ist und dass da auch wirklich sehr viel Scheißdreck passiert und diese ganzen Sachen und dass man auch Dinge wirklich sehen und bewusst wahrnehmen kann, die in der Musikindustrie passieren, die einfach dämonisch, teuflisch sind, die nicht gut sind und die eine gewisse Agenda pushen. So. Nichtsdestotrotz sollte man den Bezug zur Realität nicht verlieren und trotzdem sich selbst auch immer noch kritisch hinterfragen, ob man da jetzt wirklich was sieht oder ob da jetzt wirklich was dahinter stecken muss bei jedem Thema. Und das finde ich auch wichtig und das sollte man auch rüberbringen, weil ansonsten geht ein bisschen die Ernsthaftigkeit flöten. Und das ist mir bei dem Cousin jetzt schon ein, zweimal passiert, dass ich mir dachte, Bruder, das ist einer zu viel, Digi. Da verlierst du mich teilweise, weißt du? Ja. Auch wahrscheinlich kann ja. Das V sieht wieder aus wie ein Wie. Ja, ja, er sagt, ja. So. Einfach die Anfangsbuchstaben, ne? Ja, natürlich. Das ist ja so naheliegend, da wäre ich jetzt auch nicht drauf, als Sie gerade sagen. Absolut. Absolut. Also. Absolut, Digi. Absolut. Ja, kann man wohl sagen. Kann man wohl sagen. Hier, Key West. Auf seinem, mit seinen letzten. Das ist ein. Key West, Digga. Kanye, meinst du, wa? Das ist ein satanischer Tempel. Das ganze Bild sieht noch ganz. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt von einem Bild. Na, jetzt sind wir bei Kanye, Digga. Ist. Man müsste sich mal die Augen anschauen von ihm. Das ist, also wenn der Mann nicht besessen ist, dann bin ich... Ja, ja. Keine Ahnung mehr. Dalai Lama oder sonst wer. Aber wenn, also, naja. Schauen Sie, hier. Nur mal, damit Sie sehen, wie der Kabbalismus in diesem System zusammenhängt. Schauen Sie mal. Können Sie das lesen, was er für ein T-Shirt hat? Jesus. Mit Y geschrieben. Hier, das gebrochene Kreuz. Auf dem Konzert erscheint Jesus ihm persönlich. Ja, Digga, dass Kanye auf jeden Fall auch Teil dieser ganzen Scheiße war, das hat er ja selber auch gesagt, so, ne? Er hat ja sogar selber gesagt, dass er quasi seine Mutter gesacrificed hat, so. Und dass es auch mit einer der Gründe ist, warum er dann versucht hat, da auszusteigen, so. Und gegen diese Agenda zu arbeiten. Und was der teilweise in den letzten Jahren erzählt hat, ne? Das, also, der ist ja angeblich zusammengebrochen dann auf einem Konzert. Dann haben die den ja eingewiesen, haben den Tabletten gegeben und diese ganzen Sachen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Kanye auf jeden Fall tief in dieser Agenda mit involviert war und irgendwann sein Herz wieder gefunden hat oder das Göttliche gesehen hat und dann versucht hat, da rauszukommen, aber immer wieder auch zurückgeholt wurde. So, ne? Man merkt es ja umso. Also der hat dann angefangen auszupacken, dann verliert er sein Geld, dann verliert er Kooperation, dann verliert er das, verliert er dies, dann verschwindet er wieder. Auf einmal ist er jetzt wieder voll lange weg, hat nicht mehr geredet. Und dann gibt es komische Videos gerade von ihm, wo er ganz anders aussieht als früher. So, Leute sagen, dass es gar nicht Kanye West ist und so. Also das ist schon, Kanye West ist schon ein Mysterium für mich. Aber der hat auf jeden Fall Dinge geredet und Dinge ausgepackt, die du eigentlich nicht auspacken kannst, wenn du dazugehörst. Er selbst ist der Messias, der sich opfert. Hier hat er sogar eine Kollektion herausgebracht, wo man Dämongesichter auf T-Shirts sieht. Hier Jesus mit dem umgedrehten Kreuz. Hier selbst wird er sogar gekrönt von Engeln.
The Golden Dawn. Das ist die Loge. Das ist der satanische Blick gegenüber seinem Gegenüber. Nämlich G. Was sagt ihr zu Kanye West, Freunde? Wie es auch jetzt hier beschrieben wird. Und Key West ist eigentlich wirklich der Messias in. Warum sagt der Key West, Bro? Dieser Loge. Er hat ja bei so vielen MC. Alle sind auch für ihn der Messias der Loge. Ne, sorry, aber ich muss das immer wieder sagen, weil der eben war Madonna die Königin von dieser Loge, jetzt ist er der Messias dieser Loge. Auftritten so viel für Stimmung gesorgt, ja, wie zum Beispiel bei Aberkennung von irgendwelchen mit Preisen oder sonst irgendwas, hat er immer dazwischen gefunkt. So als ob er sich mal aufopfert und aufopfert und aufopfert und aufopfert. Er ist der wahre Messias. Er ist der eigentliche Jesus in dieser Loge. Und das ist eben, wie gesagt, die Yasin sagt, ich liebe Kanye. Handzeichen. Kanye ist krass, Bro. Dass man heutzutage mehr sieht als je zuvor. Nelly Furtado. Das hier ist jetzt ein Bild von dem Videoclip von Rihanna. Und dieses Bild, wir hatten es ja vorhin gehabt im ersten Teil über subliminale Botschaften. Jetzt, dieses Bild war in diesem ganzen Musikclip nur ein einziges Mal zu sehen und das nur so schnell. Dann sieht man es nicht mehr. Jetzt, wenn man sich das aufzeichnet oder auf YouTube schaut und jetzt genau bei diesem Bild ist nur einmal zu sehen. Dion sagt gerade, wie gesagt, einer der wenigen, die kritisch sind, aber er hat auch starke psychische Probleme, glaube ich. Kanye, meinst du? Ich sag dir ehrlich, Digga, ich glaube, Kanye wollte aus dieser ganzen Sache ausbrechen und dann haben die das mit dem psychischen Problem genommen, um ihn einzuweisen, Tabletten zu geben. Und ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dass der ein bisschen verwirrt ist. Aber ich glaube nicht, dass Kanye heftige psychische Probleme hat. Sag ich dir ehrlich. Ich glaube, das wurde einfach nur genutzt, um ihn zu diffamieren. Und ganz kurz, mal kurz stehen bleibt und das Bild nochmal genau anschaut. Was sieht man da? Ich glaube, das, was man bei Kanye sieht, ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, dass er wirklich teilweise versucht, was zu verändern und an seine Grenzen stößt. Und natürlich nimmt das einen auch persönlich mit. Aber ich glaube nicht, dass er so psychische Störungen hat, wie uns das verkauft wurde damals. Also überhaupt mal eine Frage. Kann man, also. Und das, sorry, das muss ich noch sagen. Dass Leute von den Tabletten, das hat auch ein MC Boogie erzählt, ne? Der ja auch schon mal eingewiesen wurde und dann diese Tabletten bekommen hat und so. Und dass das ihn auch ein bisschen verrückt gemacht hat oder crazy gemacht hat, so. Also es gibt wirklich Leute, die werden eingewiesen und die werden erst in der Psychiatrie, werden die verrückt gemacht. Kann man sich wirklich so verrenken, dass man so einen geraden Buckel hat am Rücken? Funktioniert nicht. Natürlich. Wie funktioniert nicht? Geht nicht? Natürlich gibt doch diese Armauskugel, Leute. Kennst du nicht? Die können doch auch so eine Sache machen. Stretchy Vibes, Bro. Also, was ich schon mal sagen kann aus meiner Erfahrung, das ist Bildmanipulation hier. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht, ob sie das kann. Das ist Photoshopped. Aber warum dieses Bild und nur einmal und nur ganz kurz? Hörner? Schädeldecke? Augen? Die Ohren und die Fratze. Können Sie es sehen? Schädeldecke, Augen, Hörner, Ohren, Fratze, Baphomet. Mit viel Fantasie, ja, Bro. Wo die Ohren runterhängen, die Hörner nach oben sind. Ja, so ein bisschen. Aber nicht eindeutig. Der Gamer hat's gesagt. Ich erkenne da Hörner, zwei Augen und eine Schnauze. Du hast das Video auch schon gesehen, ne, mein Jutster? Dämonfratze. Ja, aber ich, deswegen sieht man das Bild nur einmal und nur ganz kurz. Sonst gar nicht. Subliminal. Und egal, wen wir uns auch anschauen. Why? Jetzt lese. Satan is my master. The devil's in my soul. The flame just burns without control. I am the slave. Shit, bro. Nochmal ein Zitat selbst. Das ist. Christina Aguilera. The devil's in my soul.
So my heart became a grave. The flame just burns without control. I'm the Eminem meint was anderes mit dem Zeichen. Was meint er denn, mein Jutster? And the slave. Heißt so viel wie, der Teufel ist in meiner Seele. So wurde mein Herz zu einem Grab. Die Flamme brennt ohne Kontrolle. Ich bin der Meister und der Sklave. Justin Timberlake, Washington Post. All you people out there, Satan is my master, he has always been. Das hat er echt gesagt? Ihr lieben Leute da draußen, Satan ist mein Meister und er war es schon immer. Jetzt, wenn Sie glauben, dass es nur Zitate sind, die ich vielleicht mal abgetippt habe oder so. Nee. Jetzt hören wir mal zu, was Stars sagen. Das heißt, wir brauchen Audio und bitte kurz auf dieses Video klicken. Und genau zuhören. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like oh shit. Das ist true, Digga. So, man, guck mal, das Ding ist, er wird das jetzt wörtlich nehmen und er wird sagen, dass die mit Blut einen Vertrag unterschreiben. Aber ich habe das ja auch schon mal gesagt und ich bin mir auch sicher, dass es auch teilweise so ist, dass Leute ja schon in diese Richtung abrutschen, wenn die einfach Dinge tun, die gegen ihre eigenen Werte, gegen ihre eigene Moral und gegen ihre eigene Ethik gehen, selbst. Und Dinge tun, die sie normalerweise niemals tun würden. So fängt es ja an. Das bedeutet für mich auch, das ist der Anfang von Seele verkaufen. Das passiert schon im Kleinen. Wenn du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun würdest, nur für Geld oder für Fame, das ist der Teufel, Digga. Der sieht das, der fühlt das, der gibt dir dann das. Und dann gibt er dir noch mehr und dann gibt er dir noch mehr. Und dann gehst du über die nächste Leiche, dann gehst du über die nächste Ethik, dann gehst du über die nächste Moral. Dann machst du das, dann machst du das. Das ist teuflisch für mich. Das ist schon ein Pakt mit dem Teufel, meiner Meinung nach. Das ist schon der Punkt, wo du deine Seele verkaufst, Digga. Und umso öfter du das tust, umso weniger Moral, umso weniger Ethik und umso weniger Grenzen hast du noch. Und dann endest du auf einmal und machst ganz kranken Scheiß, Digga. Weißt du? Das ist es für mich. Und ich sage nicht, dass es so ist. Also ich glaube nicht daran, dass da irgendjemand, dass der Teufel zu dir nach Hause kommt und sagt, du musst jetzt mit deinem eigenen Blut irgendwas unterschreiben. So, weißt du, wie ich meine? Ich glaube wirklich daran, dass das in dir alles passiert. Genauso wie das Göttliche auch in dir ist und du dich entscheiden kannst, ob du dem mehr Raum lässt in dir, ob du betest, ob du meditierst, ob du gute Dinge tust, ob du den göttlichen Weg gehst. Das ist alles in dir. Du entscheidest selber, welche Richtung du gehst. So, weißt du? Ich muss sagen, es ist überhaupt mehr als mutig von dieser Künstlerin, so offen zu sprechen. Ein bisschen mitbekommen, was sie gesagt hat? Wenn du reich und berühmt werden willst, musst du einen Vertrag mit dem Teufel unterschreiben, mit deinem Blut. Und du musst all deinen moralischen Code, dein ganzer Kodex beiseite legen. Und sagt, das ist eine Einbahnstraße, es lohnt sich nicht, es gibt keinen Weg zurück mehr. Wenn du einmal den Weg gehst, das war's. Du bist zwar reich und berühmt, aber du bist ein Sklave. Und du bist ein. Und das sehe ich auch nicht so. Das sehe ich auch nicht so. Ich sehe das so, ich weiß, wie Gott, ich glaube zu wissen, dass Gott, der Allmächtige, alles verzeiht und jedem verzeiht, wenn du es wirklich von ganzem Herzen bereust und den richtigen Weg gehen möchtest, zu jedem Zeitpunkt. Jeder kann zurückkommen zu Gott, immer wieder, so. Und selbst wenn du den teuflischen Weg gehst, teuflische Dinge tust, böse Sachen machst, die nicht gut sind für die Welt, nicht für dich, für deine Familie oder für andere Menschen, so, kannst du trotzdem wieder zurückkommen, aber du musst es von ganzem Herzen wirklich wollen und bereuen, was du getan hast. Dann kannst du immer wieder zurückkommen zu Gott. Immer wieder. Nichts mehr. Du musst funktionieren, wie die es wollen. Ein weiteres Zitat? Gerne. Kennt man? Das kennen wir schon. Ja. Die denken aber, die können nicht zurück. Ja, klar, weil die das eingetrichtert bekommen und weil sie halt auch schon so viel Scheiß gemacht haben. Das haben wir ja schon bei der kleinen Satanistin gesehen, die da in dem Video saß, Satanistin versus Christin, die dann da saß und gesagt hat, ich kann nicht mehr zurück und ich bin jetzt schon so und ich bin schon ein Teufelskind und ich kann nicht mehr und bla bla bla. Die haben das halt nicht verstanden, wie Gott ist, so. Dass Gott reine, wahre, pure Liebe ist, so. Und dann verlaufen die sich halt in dem Weg. Aber ich will das jedem hier sagen, falls hier ein Satanist gerade zuguckt, so, du kannst zurück. Bob Dylan! Dankeschön. Video laufen lassen. Ich habe es jetzt mit deutschem Untertitel.
take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. Scheiße. On this earth? And in this earth and then in a world we can't see. Ja, Digga, das ist halt, selbst er könnte zurückkommen eigentlich. Facts. Die glauben halt, dass sie den Vertrag einhalten müssen, so. Aber Gott ist größer als alles. Als alles, was es gibt, so. Kein Satan, kein teuflischer Scheiß kommt gegen Gott an. Facts. Und wenn du in die Liebe reinkommst, dann bist du auf der richtigen Seite. Und die Liebe wird immer gewinnen am Ende des Tages, so. Wissen Sie, was die Bibel darüber sagt? In was für einer Welt wir leben? Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit unsichtbaren Mächten aus den himmlischen Regionen. Ich meine, er hat mit Bibel und Christentum eigentlich nichts zu tun, aber er sagt Dinge, die die Bibel schon längst gesagt hat. Nur mal so am Rande. Wir sprechen ja von Satan, von Satanisten, von Okkultismus, von Luzifer. Ich meine, wenn wir im Ursprung studieren wollen und wirklich mal grundlegend, mal klar den Fokus darauf beziehen, was real ist. Ich meine, was findet man über dieses Wesen als nur in der Bibel? Darf ich nur was über Dylan sagen? Ja. Also dieser Ja, bitte. Ja, danke schön. Ja. Ja, also dieser Dylan, der hat mal also sehr viel für die Popkultur gemacht, also 60er Jahre. Ich habe auch für Leute geschwärmt, die seine Musik transportiert haben. Tambourine Man, Turn, Turn, Turn. Auch gerade Turn, Turn, Turn. Da hat er also auch Sachen aus der Bibel von Seeger und so weiter bearbeitet. Und dieser Dylan, der wurde auch mal so im Evangeliumsrundfunk dermaßen hochgepusht, als der Gesalbte, hallo, das ist unser christlicher Verkünder und der ist wirklich Christ, der ist, also der hat auch sowas, ich meine, er ist ja jüdisch, ne, er hat jüdische Wurzeln und er lässt sich ja eigentlich auch... Silverlight sagt, ja, schwer zu sagen, für mich ist das eh alles menschengemacht, um zu kontrollieren. Und für mich halt nicht, für mich ist Gott nicht menschengemacht und für mich ist das Böse und der Teufel auch nicht menschengemacht, das ist was, was existiert schon immer, so, das gibt es schon immer, weißt du, ich glaube daran, dass es das schon immer gibt und das merkst du auch, also ich merke, dass es gute Energien gibt und schlechte Energien gibt, ich merke, dass wenn du was Gutes tust und wenn du gut drauf bist und ein liebender Mensch bist, kommen gute und liebende und positive Dinge in dein Leben rein, so, und ich bete zu Gott, ich bin dankbar, ich habe Gänsehaut teilweise, wenn ich zu Gott bete, ich merke, dass er durch mich durchfließt und zu mir spricht, so, genauso merke ich auch, wenn ich teuflische Dinge tue oder am Abgrund bin und negative Gedanken habe, wie was Böses zu mir spricht und was mich auch, was mich zieht, so, weißt du, und dass du jeden Tag selber die Entscheidung hast, welchen Weg du gehst, und deswegen ist es für mich auch alles real und deswegen würde ich nicht sagen, dass das geschaffen ist, um Menschen zu kontrollieren. Teilweise natürlich, was die Bücher, also die haben teilweise halt Bücher gemacht und Dinge getan und Dinge verändert und so, um eine gewisse Agenda eventuell zu pushen, so, aber generell dieses Gut und Böse, Gott und Teufel, das ist nicht menschengemacht. Also klar, die Wörter sind menschengemacht, aber die Energie, das Gefühl, diese Spirits, die sind echt. Verkaufen, weil er kommt gut an und er hat einen unwahrscheinlich langen Vorschub. Die Popgeschichte ist ohne Dylan weniger wert. Und auch Religion, wenn wir über das Thema Religion reden, ich glaube auch, dass innerhalb von Religion sehr viele Dinge sind, die Menschen helfen. Ich kenne selber sehr viele religiöse Menschen, die einfach strahlen, weißt du, die einfach glücklich sind und denen es gut geht, denen es besser geht, als wenn sie ohne Religion, wie sie vorher ohne Religion gelebt haben, so, weißt du. Ich bin bei dir, wenn du sagst, okay, die ein oder anderen Dinge, zum Beispiel der Vatikan oder die ein oder anderen Dinge aus der Bibel, die von Menschenhand umgeschrieben wurden, anders interpretiert wurden, etc., dass da auf jeden Fall Dinge passiert sind, die nicht gut sind, so. Aber ich glaube, im Ursprung, im Kern gibt es schon sehr viele Dinge, die du daraus lernen kannst, die dir auf deinem Weg gut tun können, wenn du dich an diese Dinge hältst, so, weißt du? Ich bin nicht so, dass ich sage, weil ich sehe, wie viele Menschen, wenn die
sich mit Religion auseinandersetzen und versuchen danach zu leben, wie es denen besser geht und sie göttlich erleben und bessere Menschen sind am Ende des Tages, so weißt du? Also ich glaube, es hilft vielen Menschen, wenn sie sich daran orientieren. Brauchst du das, um ein guter Mensch zu sein? Glaube ich nicht. Brauchst du aber dieses, dass du glaubst oder dass du verstehst, dass wir alle zusammenhängen, dass es was Göttliches gibt, dass es ein Bewusstsein gibt, was in uns allen steckt und was uns miteinander verbindet. Das brauchst du meiner Meinung nach, weil sonst hast du keine Ethik, hast keine Moral, nix so. Aber du brauchst nicht unbedingt eine Religion, um das Göttliche zu erfahren, meiner Meinung nach. Aber es hilft vielen Menschen und es führt viele Menschen auf den richtigen Weg, so, weißt du? Und jetzt wird er so im Grunde genommen... So, er rutscht ab, oder? Kann naja, was heißt, er rutscht ab? Der Punkt ist, er muss weitermachen. Er darf nicht aufhören. Er kann einfach nicht so aufhören. Das Baking 187 sagt, ich bete, wenn ich mit dem Bus fahre, aber die Leute schauen wie Aliens dann. Ich bete vor jeder Mahlzeit, egal wo ich bin, und die Leute gucken mich, glaube ich, manchmal komisch an, aber das ist mir auch egal, weil ich will auf jeden Fall... dankbar sein, weißt du, wie ich meine? Für jede Mahlzeit, die ich habe, und dann bete ich, egal wo ich bin oder wer mich umgibt. Das machst du ja mit dir und Gott, machst du für dich, machst du für den positiven Spirit, für die Energie in der Welt, für die positive Energie in der Welt und nicht für irgendjemanden so. Scheiß drauf, wenn irgendeiner dich auslacht. Leute lachen mich auch aus, wenn ich meine Thymusdrüse aktiviere, aber das ist mir doch egal. Das obliegt jeder Form des Ziels dieser Loge. Du wirst so lange daran arbeiten, du wirst so lange auf der Bühne stehen, vor den Menschen herumhopsen, so lange, wie du lebst und kannst und atmest und noch Kraft hast in deinen Knochen. Denn es geht darum, Massengesellschaften zu manipulieren und zu steuern. Und umso besser, wenn er es geschafft hat, dass er sogar in christliche Logen so ein Entgegenkommen hat, obwohl es mit Christentum eigentlich nichts zu tun hat, selbst mal inhaltlich nichts zu tun hat. Es klingt zwar schön, oberflächlich, dann hat, muss man sagen, dieser Chief Commander, für den er seinen Handel gemacht hat, die beste Arbeit getan, oder? Ey, für alle Religionsskeptiker im Chat gerade, ist doch okay, dass ihr so denkt so. Ihr müsst euch ja auch keine Religion zugehörig machen so. Trotzdem akzeptieren und respektieren, dass Menschen an Religion glauben und dass Religion auch Menschen geholfen haben so. Ich persönlich habe Teile, Auszüge von der Bibel gelesen. Während ich das gelesen habe, habe ich ein gutes Gefühl gehabt irgendwie. Das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Es ist ja Energie irgendwie. Ich habe mich damit beschäftigt und habe automatisch ein gutes Gefühl im Herzen gehabt, teilweise. Teilweise bei Dingen dachte ich auch so, war ich skeptisch, dachte mir so, okay. Aber teilweise bei Dingen dachte ich, krass, so. Diese Metapher hilft mir in meinem Leben, so. Wie Jesus zum Beispiel mit irgendeiner Situation umgegangen ist, so, weißt du? Genauso auch Geschichten aus dem Koran teilweise, wenn ich mich damit beschäftigt habe oder wo ich das erste Mal in der Moschee gebetet habe, so. Das hat mir sehr gut getan. Das hat mir ein richtig gutes, positives Gefühl gegeben, weißt du? Und das kannst du mir ja nicht absprechen, so. Das soll ja jeder so fühlen und jeder so machen, wie er denkt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, man kann sich auch aus Religion sehr viel Positives mitnehmen, so. Aber auch solche Leute, sie können mit Gott den Handel wieder schließen. Also sie sind nicht ausgeliefert und haben nicht die... Kontrolle verloren sozusagen. Man kann trotzdem noch seinen Willen Gott übergeben. Das, keine Frage. Der Mensch hat einen freien Willen. Er kann entscheiden, was er will. Da kann nicht einmal der Teufel irgendwas dagegen tun. Er kann uns nur vereinnahmen damit. Keine Frage. Aber solange wir noch unser Denken haben und frei entscheiden können, können wir immer noch entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Er hat einen Handel geschlossen und er glaubt wahrscheinlich, da kommt er nicht mehr dran raus. Das Problem ist, er hat nicht das Pendant gelesen. Würde er es tun, hätte er vielleicht mal beim Denken einen kleinen Hieb an der Seite bekommen, zu sagen, vielleicht sollte ich... Meiner Meinung nach musst du nicht mal irgendwas lesen, um das zu spüren. So. Du musst einfach nur aufhören zu denken und anfangen zu lieben. Dann spürst du was richtig und was Falsches. Wechseln. Denn wenn das eine real ist, in dieser Welt sichtbar, jetzt sogar bestätigt, wie real ist dann bitteschön dieses Buch? Nur mal so, wirklich, logisch gedacht. Wie real. Hier, Key West, mitten auf der Bühne. Key West, Digga. Und er bricht sein Programm, geht nach vorne und sagt dieses. Bitteschön. Ah, das war dieser Moment, ne? Oder? Wo die Leute gesagt haben, dass er verrückt ist. I sold my soul
gehört? Mittendrin im Programm, bricht ab, geht da vorne und sagt, ich habe die Seele dem Teufel verkauft. Mittendrin, aus dem Nichts. Nicht um sich zu promoten, glaube ich nicht. Oder hier. Das ist, Bruder, wenn du viele teuflische Sachen in deinem Leben machst oder die ein oder anderen teuflischen Dinge getan hast und ein Musiker bist, Künstler bist, dann lässt du das auch in deine Texte einfließen. Also jetzt dieser Satz, den er gesagt hat, I sold my soul to the devil und das und das und das ist passiert danach, kann ich schon verstehen, Digga. Ist nur, was ziehst du für Schlüsse daraus am Ende des Tages? Weißt du, wie ich meine? Das ist das Wichtige. Ich habe auch schon Songs gemacht, wo ich über teuflische Sachen rede oder rappe. Ist jetzt nicht veröffentlicht, aber wo ich einfach das rauslassen wollte, weißt du, wie ich meine? So. Ja, ich finde es halt wichtig, wenn du ein Bewusstsein hast und dann überlegst, okay, welche Message willst du nach außen bringen, dass es dann am Ende Sinn macht, warum ich darüber gerappt habe, dass die Leute das erkennen. Weißt du, nicht einfach nur sagen, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft und das, sondern das und das habe ich getan, das habe ich daraus mitgenommen und dann habe ich wieder ins Göttliche gefunden oder so, weißt du, Beispiel. Katy Perry kommt eigentlich aus einer christlichen Missionarsfamilie sogar, Musikmissionare waren das sogar, aus der baptistischen oder methodistischen, keine Ahnung. Jetzt hören wir mal, was sie dazu sagt. Bitteschön. About, you know, what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Das, teilweise hauen die das einfach raus, ja. Ich glaube, für viele Menschen, also für viele Leute, die das so sagen, ist es auch eine Metapher, wie ich das vorhin erklärt habe. Einfach so eine Metapher dafür, so, okay, ich scheiß auf alles jetzt. Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe jetzt all in. So, scheiß auf das Göttliche, scheiß auf das Gute. Ich mache jetzt alles dafür, um Geld und Fame zu bekommen. Alles, alles, alles. Also sie wollte so die Amy Grant sein, in der, wo sie früher als Kind noch musiziert hatte. Und es hat nicht funktioniert. Dann wurde sie der Musikindustrie gegenüber vorgestellt und dann verkaufte sie ihre Seele dem Teufel. Beyoncé ist ja verheiratet mit diesem Jay-Z. Key West, Digga, der ist die Namen teilweise nicht mehr richtig. Und interessant ist auch, was sie zum Beispiel... Was ich auch noch sagen wollte, er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er alle Musikrichtungen... quasi aus Haiti kommen und alles auf Voodoo basiert. So, daran glaube ich zum Beispiel auch nicht. Ich bin da diverser unterwegs. Zum Beispiel hat er auch Reggae-Music genannt und für mich hat Reggae-Music einen ganz anderen Ursprung. Und Reggae-Music, wenn du Reggae-Music hörst, auch ein ganz anderes Gefühl als Hip-Hop und diese ganzen anderen Sachen. So, ich spüre sofort ein was Spirituelles, was Positives. So, du kannst nicht Reggae machen, wenn du nicht gute Messages verbreitest. Es gibt keinen Reggae-Song, wo über Satan geredet wird, so in Form von angehimmelt wird oder diese ganzen Geschichten. Reggae-Music hat eine durchgehend positive Message. Deswegen, das wollte ich nochmal hier erwähnen. Finde ich, hat er falsch erkannt. Gesagt, wenn sie, und das, ich habe jetzt das andere Video leider nicht mit integriert, aber die Stars gehen nicht einfach so alleine auf die Bühne. Sie gehen noch mit jemand anderen auf die Bühne. Hören Sie mal, mit wem. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von einem Künstler. Das ist eigentlich bei allen Künstlern der Fall. Denn wenn man einmal drin ist in dieser Loge, bekommt man einen Geist zugesprochen, der permanent dafür sorgt, dass sie gut performen kann, gut singen kann, ja, das ausdrückt, was ausgedrückt werden soll. Jetzt hören wir mal buchstäblich selbst, wie das funktioniert. So, kurz auf das Video klicken. Sasha Fierce. Sasha Fierce. Like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. Also sie sagt, ja, Dicker, das sind Sachen, wo ich nicht richtig so, weißt du, das nicht so richtig, du kannst es nicht eindeutig deuten, was da erzählt wird. So, weil natürlich, wenn du auf die Bühne gehst oder wenn du irgendwas performst oder so, dass da dann so ein adrenalinmäßiger Vibe hochkommt und dass dann auch, dass es einfach
dass du dich dann leiten lässt von dem Flow, Digga. Weißt du, wie ich meine, dass du mit dem Flow gehst? Das muss ja nicht unbedingt ein teuflischer Flow sein. Könnte ja auch ein göttlicher Flow sein. So, weißt du, wie ich meine? Könnte. Ich meine, Beyoncé und Jay-Z, das ist schon, also da gibt's schon ein paar Stories, wo man echt sagt so, okay, the fuck, aber es ist halt nicht so eindeutig. Sascha Fierce wurde der Name genannt. Das ist die Bezeichnung von diesem Spirit, der getauft wurde. Sascha Fierce. Und da hat man... Echt? Krass. Sie gefragt, ja, wann tritt denn diese Sascha Fierce auf? Und dann sagte sie, ja, also wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, wenn ich dann die Menge höre, wenn die ersten Rhythmen anfangen zu schlagen, dann... Denn the other things, also das andere, dieses andere Wesen kommt über dich. Kommt über dich. Jetzt mal kurz eine andere Aussage von ihr in einem anderen Interview. Bitte. Okay, nach Beyoncé machen wir Schluss, Freunde. Ja, wie lange haben wir jetzt das Video geguckt? Weiß ich gar nicht, aber egal. Das Video? And you know what's so funny is I saw you turn into that trance thing. Like you lose your mind. I do. Like you turn into that trance thing, so you lose your mind. Okay, das ist schon wild. It's really amazing. I can't describe it. It's just something that takes over me, and we named it Sasha. It's just something that takes over me, and we named it Sasha. Nein, das ist schon hardcore. Because it's like two different people. It's like two different people. Okay, Digga, da sind wir da jetzt. MK Ultra, Digga. Aliens in den Chat, Freunde. Verstanden? Also... Es ist eine, wie so eine Persönlichkeitsspaltung. Ich nenne es Besessenheit. Ein Geist geht in Besitz über auf eine Person, damit diese Person in der Lage ist, außergewöhnliche Dinge zu tun auf der Bühne. Ich meine, die müssen rumspringen. Ich meine, ich würde nach 5 Minuten so keuchen, ich würde keinen Ton mehr rauskriegen. Die trainieren zwar viel, aber ich sage jetzt mal 1,5 Stunden rumspringen und immer noch den Ton treffen, ohne irgendwie den Luftverlust zu spüren bei der Lunge, das ist übermenschlich. Ja, weil er übertreibt ein bisschen. Natürlich kannst du das trainieren, Bruder. Wenn du jahrelang auf der Bühne stehst und singst und raps und so, willst du mir jetzt sagen, dass Savage auch von Satan Dings ist, geleitet wird, wenn der auf die Bühne geht? Der rappt der Durchstecker, ohne Playback, nix, Bruder. Das ist wieder einer zu viel, Bro. Sag ich dir ganz genau so, wie es ist. Das ist schon möglich. Das schließt das andere aber nicht aus. Aber diese Aussage, die du jetzt im Nachhinein tätigst so, die übertreibt alles, sodass Leute dann sagen, ah, der labert komplett scheiße, weißt du? Das ist einfach so. Und da könnt ihr mir gerne auch wieder in den Kommentaren widersprechen, aber ich sehe das so. Und trotzdem noch den Ton perfekt zu treffen, und das ist nicht nur bei ihr so. Ich hatte ein Foto entdeckt, ich habe es leider jetzt nicht gespeichert, ich hoffe, ich finde es bald nochmal. Und zwar wie Adele, wie sie mit einem, wie soll ich sagen, mit einem Altar. Und zwar haben die meisten Stars immer so eine schwarze Box, die sie tragen müssen. Und wie sie aus so einem Freimaurertempel herauskam mit dieser schwarzen Box, und das haben fast alle diese Stars, das ist ihr Anbetungsaltar. Wo sie praktisch, also sie müssen mit diesem Altar in diese Freimaurerhaus oder was auch immer, Tempel, je nachdem, wo es sich befindet, und haben da ihr kleines Räumchen. Und müssen regelmäßig mit diesem Altar in diesen Raum rein und diesen Geist anbeten, damit ihnen weiterhin Kraft gibt und Stärke gibt und so. Und da sieht man sie manchmal aus so, solchen Seancen herauskommen mit den Bodyguards und sind alle in schwarz angezogen. Komplett in schwarz. Und tragen diesen Würfelkoffer mit sich herum, wo der Altar drin ist. Zur Anbetung von Dämonen. Von Geistern. Okay, Digga. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir wieder einen Cut, so, YouTube, ich küsse eure Seele, auf jeden Fall gerne wieder eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, ich mache mich gefasst auf jeden Fall wieder auf einiges hier von euch. Liebe geht raus an die ganze Gang, ich küsse euer Herz, bleibt so wie ihr seid, be unique, dabei ist alles, bald dabei ist alles, das war's gewesen mit dem Video. Peace out, Gang.